zusammen und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us. So, wir wissen nicht mehr... Ah ja, ich wollte schauen, ob man die Vase kaputt hauen kann, aber scheinbar nicht. It's not one of those games. Wir werden jetzt hier mal das Gebiet, das wir beim letzten Mal gerade noch durch einen harten Kampf gegen 100.000 Ganoven gesichert haben, ein bisschen plündern. Hoffentlich kriegen wir ein bisschen Rohstoffe, denn ich habe ziemlich viel, vor allem Munition verbraucht in dem Kampf gegen die Kerle hier. Und alles, was die gedroppt haben, ist nach einer kurzen Cutscene weg. Puff, aufgelöst. Das fand ich ein bisschen gemein. Fand ich ein bisschen sehr gemein. Ich hätte schon gern noch wieder irgendwie... Aber gut, jetzt crafte ich erstmal ein bisschen was wieder zusammen. Ich glaube, wir haben keine Klingen. Nein, ich könnte so Rauchbomben hier machen, aber ehrlich gesagt finde ich Rauchbomben ziemlich blöd. Ich bin da eher so der... Ich will was kaputt hauen. Kerl. Hallo Ellie. Hast du zufällig nützlichen Loot gefunden? Dann, wenn ja, sagen wir Bescheid. Wir können nützlichen Loot immer brauchen. Zum Beispiel... verdammt, ich hätte mich darauf verlassen, dass hier was liegt. Dann hätte ich sagen können, zum Beispiel... Das und das. Ein Baseballschläger. Nope. Brauchen wir nicht. Aha! Eine Dose Ananas. Blutspur, die hier reinführt. Okay. Ein Brief oder so. Es ist eine Firefly-Notiz. Wir brauchen die Fireflies nicht. Sie mögen den Kampf begonnen haben, aber wir haben die ganze Arbeit gemacht. Auf den Straßen. Das ist unser Blut. Ich will den Kampf nicht wie Sie auf andere Städte ausweiten. Sie müssen sich die Unabhängigkeit für Ihre eigenen Städte verdienen. Und ich befolge bestimmt... Keine Befehle von irgendeinem Firefly-Anführer, der auf der anderen Seite des Landes sitzt. Wir wollen uns ihrer entledigen, bevor der Kampf zu Ende ist. Das ist unser Land, unser Volk. Ich sehe keinen Grund, warum wir uns nicht auch selbst regieren sollten. Okay, kann das sein, dass diese Banditen von den Fireflies abstammen? Die wurden wahrscheinlich von denen irgendwie engagiert, versorgt, ausgerüstet und Pläne und so weiter. Und dann haben die gesagt, cool, jetzt haben wir gewonnen. Tschüss, Fireflies. So in der Art war es wahrscheinlich. Keine Ahnung. Vielleicht sind die Fireflies auch Dicks. Man weiß es nicht. Flum. 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 Oh, vielleicht sollten wir uns erstmal einen Kaffee machen, oder? Ellie? Trinkst du Kaffee? Ich habe ein bisschen Zucker gefunden. Schwarz? Wir haben keine Milch. Aber mit viel Zucker, oder? Hey, Klingen. Und noch ein Snack. Oh, großartig. Ich trinke meinen Kaffee gern mit ein bisschen Senf. Köstlich. Köstliches Senf. Ich würde jetzt echt gerne... Jetzt bin ich neugierig. Jetzt würde ich gerne einen Kaffee mit Senf probieren. Einfach nur so mal... Weil vielleicht entdecke ich da ein kulinarisches, unglaubliches, intensives Supererlebnis und werde dann reich an Erfahrung. Nämlich die Erfahrung, dass man Kaffee nicht mit Senf mischen sollte. Nein, ich habe mit Kaffee wirklich tatsächlich... Ich experimentiere gern rum mit allem Möglichen, auch mit Nahrungsmitteln. Und ich habe Kaffee schon mit vielem gemischt, auch nicht mit Senf. Aber ich habe schon viel Sachen in meinen Kaffee getan, weil ich mir dachte, nur wer weiß. Und in 99% der Fälle ist es einfach nur widerlich. Kaffee ist kein gutes Getränk, um das mit irgendwas anderem zu mischen. Zucker, Milch, andere... Milchähnliche Produkte. Soja oder so. Alles okay. Aber kein Senf. Ich weiß nicht, für Senf vielleicht auch, aber. Hey, Pfeile. Cool. Warum? Ich meine, ich weiß schon, hier waren wahrscheinlich einfach schon andere Überlebende, seit hier die Welt untergegangen ist. Aber ich stelle mir die Welt. Ich stelle es mir immer gern so vor, dass. Ich der Erste hier bin, seit quasi die Pilzepidemie stattgefunden hat. Und dann stelle ich mir vor, wie irgendjemand im Büro sitzt und seine Pfeile poliert, während die anderen, seine Kollegen arbeiten. Was hast du heute so gemacht? Oh, ich hab, guck mal hier, der Pfeil, noch nie so sauber. Ich habe sogar das
Rentierblut vom letzten Winter aus den Fugen bekommen. Hätte ich nicht gedacht. Yeah. Ich glaube, wir müssen kurz vielleicht da hinten nochmal reinschauen. Moment, River Coffee? Da waren wir schon. Nein, da schauen wir nicht nochmal rein. Da müssen wir dann nochmal reinschauen. Nein, da waren wir auch schon. Im Burgerladen, oder? Da waren doch im Kühlhaus die Anti-Fireflies. Nur dann hauen wir ab hier. Dann haben wir nichts mehr verloren. Zeit wird's. Hey, ein Bett. Wollen wir ein bisschen pennen? Ich bin müde. Nein, ich bin gar nicht müde. Ich bin fit wie eine Schachtel Pralinen. Wie ein Kartoffelauflauf. Kartoffelauflauf gehören zu den fittesten Gerichten. Ich habe eigentlich keinen Hunger, aber ich rede nur von Essen, oder? Aber natürlich rede ich nur von Essen, denn hier gibt es frische Ratten? Ich wollte erst sagen Tauben, aber ich glaube, es sind Ratten. Die wurden zwar gehäutet, aber nicht geköpft und gar nichts. Die essen anscheinend so. Ja, man darf halt nicht wählerisch sein in. Ich glaube aber, Ratten essen ist keine gute Idee. Nein, ich weiß es nicht. Doch, doch, doch. Also ich glaube, Ratten essen ist tatsächlich keine gute Idee aus hygienischen und man fängt sich unter Umständen vielleicht schon Krankheiten ein. Muss man halt wirklich gut kochen und gut braten. Aber ich kenne da schon auch so Berichte von Leuten aus Kriegsgebieten, Jetzt macht ein Ding erledigt. wo Ratten eine wichtige Nahrungsquelle ist. Das ist kein Scherz. Das ist harter Tobak. Oder sagt man starker Tobak? Ist doch gut, wenn die klemmt, oder? Wir können doch eh schon durch. So. So. Gut. Mülleimer? Nein. Wagen. Ziehen wir den vielleicht wieder rein, oder? Genau. Lieber wieder zumachen hinter uns. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hinter uns zumachen. Denn jetzt kommen gleich von da oben 100.000 Pilzzombies und essen uns, wenn wir uns selber eingesperrt haben. Das ist immer die Gefahr beim Hinter uns zumachen. Doch dazu, wo doch eigentlich alle tot sind hinter uns. Aber wir brauchen den Servierwagen natürlich. Oder den Müllwagen. Auf jeden Fall den Wagen, weil wir hier parken müssen. Hey, Werkbank. Buja. Gibt's ja auch einen Werkzeugkasten zufällig? Hör mal. Und? Hörst du einen Werkzeugkasten irgendwo? Nein? Schade. Dann gehen wir einfach mal in die Werkbank. Ups. Was haben wir denn? Weiß ich nicht. Was haben wir denn? Wir haben Gewehre, einen Bogen, einen Holster. Ah, ich würde so gern. Ach, wir haben schon einen Werkzeugkasten. Ja, gut. Ja, okay, ich mache einen zweiten Pistolenholster. Das ist ehrlich gesagt das Sinnvollste, was ich mir vorstellen kann, die Holster, weil alles andere hier, mehr Magazinkapazität, Nachladetempo, das sind halt wirklich lauter so kleine. Also, das ist halt. Wir haben auch echt überhaupt keinen Schrott mehr. Das ist gut. Naja, immerhin haben wir jetzt zwei Holster für zwei Pistolen. Das ist schon ziemlich gut. Da kann man sich nicht beschweren. Hopp. Scheiße, oh. runter. Ich glaube, Militär kommt. Nein, das ist nicht das Militär. Da ist ziemlich viel los, was? Ist kein Essen. Und es passiert. Wir haben nichts. Geht dir. Ich weiß. Aber. Oh Mann. Außer natürlich, wir hätten die beiden getötet, das Auto gekapert und hätten jetzt unser super bewaffnetes Schlachtauto, mit dem wir jetzt durch die Gegend cruisen könnten. Und erzählt mir nicht, das hättet ihr beide nicht geschafft. Nach allem, was ihr schon kaputt gemacht habt, seid ihr so eine Art Supergötter. Also wirklich, ihr habt gerade die ganze Armee kaputt gemacht. Dann werdet ihr doch wohl auch mit so einem kleinen Geschützauto fertig. Geschützauto? Ja, Geschützauto. Ich bleib dabei. Ich stehe dazu.
Tja, wenigstens haben sie die beiden getötet. Ich dachte, sie hätten uns aus der Stadt geschafft. Das muss eine ganze Armee sein. Diese Schattenkrug da drüben auszulöschen. Suchen wir weiter. Ich will vor Sonnenuntergang fertig sein. Ich muss kurz nachladen. Kleinen Moment. Aber los, komm! Danke. Danke, dass du gewartet hast. Das war echt freundlich von dir. So, kleinen Moment. Bisschen nachladen. Danke. So, leise. Ganz leise. Ich habe so leise geschossen, wie es geht. Ich glaube, das hat niemand gehört. Ich craft mal hier noch so eine Nagelbombe. So. Aber eigentlich will ich doch den Bogen jetzt. Aber die waren scheinbar echt nur zu zweit. Also whatever. Wollen wir, ich weiß ja nicht. Kann man da raus? Soll ich da raus? Nein, soll ich gar nicht. Okay. Ah, hier könnte man raus. Müssen wir wahrscheinlich auch. Ja, sieht so aus. Okay. Ich bin dabei. Ups. Ich verdrücke mich dauernd. Leute, es tut mir leid. Das ist immer das, wenn man 560 Spiele parallel spielt. Da kommt man durcheinander. Noch so zu, wenn sie ein bisschen ähnlich oft sind. Dawn of the Wolf Part 2. Soll wahrscheinlich eine Twilight-Anspielung sein. Mich erinnert es aber eher an, wie heißt das Spiel? Wolf Among Us, glaube ich. The Man I Killed. Is dead now. Ich habe von der Grube im Osten gehört. Ja, nichts. Ja, da fahren sie gerade durch. Vielleicht können sie auch. Vorsichtig. Hier sind ganz viele Bösewichte. Im Stockwerk ist einer da oben. Das sind eigentlich sogar drei. Ich sehe ihn. Deckung. Aber jetzt gerade nicht mehr. Ah, da. Ich glaube, wir gehen mal rein und sagen Hallo, oder? Überall Fallen, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Oh, hinter mir? Nein, über mir soll mir das zeigen. Ja, genau. Okay, Achtung, Ellie. Ellie, Vorsicht. Oh, das war eng. Vorsicht. Ich werde versuchen, den ganz leise mit Pfeil und Bogen. Schrei doch nicht so. Warte mal, lebst du noch? Oh Gott. Oh Gott, ich glaube, ich habe Ellie erwischt. Sorry, Ellie. Hier bleiben. So, wen haben wir es gezeigt? Waren das alle? Oh ja, ich glaube, das waren alle. Stimmt gar nicht. Da ist noch einer. Kleinen Moment. Kleinen Moment bitte. Oh, Ellie. Yeah. Ich weiß zwar nicht, warum der jetzt in deine Richtung gefallen ist, aber es war ziemlich cool. So, dann nehme ich mal das Wasser hier und nehme mal den Pfeil und nehme mal den Lappen. Hat der kein... Ach doch, der hat auch einen Pfeil für uns gedroppt. Also, nicht kaputt gegangen und so. Ich habe aber noch einen mindestens gerade rufen gehört, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, da unten ist einer. Okay. Okay, wir sind bereit. Die sollen kommen. Oder der. Oder das. Was ist denn das da? Das ist doch Loot, oder? Das ist doch eine Flüssigkeitsflasche. Ich kann die irgendwie nicht nehmen. Hä? Keine Ahnung. Komisch.
Okay, die sind sonst wo momentan. Da müssen wir uns jetzt noch keine Sorgen machen. Ich mache mir jetzt eher Sorgen um Notizen, die wir finden. 10. Oktober. Ich sah gerade, wie ein Mob Captain Mastros und den Rest des Trupps... Was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es einen Aufstand und Captain Mastros wurde mit Benzin übergossen oder so. Ich nehme vielleicht mal nochmal einen Bogen. Dann kann ich vielleicht noch ein, zwei wieder lautlos töten, bevor wir entdeckt werden. Verdammt. Ja, verdammt cool, wolltest du wahrscheinlich sagen. Aber die Pfeile fliegen ja wirklich, also das, da könnte er sie auch werfen, oder? Irgendwie. Mister. Oh! Siehst du da drüben was? Hallo! Hey, Mann! Alles okay? Alles okay. Für uns zumindest. Für deinen Freund nicht so. Und für dich auch gleich nicht mehr. Scheiße! Yeah. Oh, Mann. Ertragen und überleben. Was? Ach ja, diese Comic-Geschichte. Apropos Comic-Geschichte. Warum kann ich ihr denn kein Buch geben? Ich verstehe nicht, warum ich ihr das Comic-Buch nicht geben kann. Gib ihr doch das Comic-Buch. Die wird sich so freuen. Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Oh, wenn sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Denk nicht darüber nach. Wie soll das gehen? Ich glaube, da sollten wir hoch. Aber vorher müssen wir uns vielleicht out of... Ich kann nicht mehr lesen, was da stand. Dipno X of 3. Was? Morgen schauen wir uns hier in dem Gebiet noch ein bisschen um, bevor wir dann weitergehen, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Ciao, macht's gut. Hallo und herzlich willkommen zu The Last of Us. Cool. Wir können jetzt gemütlich plündern. Wir haben wieder einen Kampf hinter uns, war gar nicht so, war halb so wild. Und können jetzt wieder ein bisschen was in unsere Taschen stopfen. Energie ist voll. Was hier drin ist, interessiert mich. Wir brauchen bestimmt ein Messer, aber wir haben genug Messer. Noch dazu jetzt, wo man Messer dreimal benutzen kann, ist das alles sowieso super awesome. So viel Pistolenmunition und Schrott. Und anderes Zeug. Ich finde diese Aufhebanimation so schön. Ich finde die wirklich erstens einigermaßen schön gemacht, auch wirklich, tatsächlich. Aber zweitens finde ich die auch echt einfach teilweise so lustig, weil es einfach so unkoordiniert aussieht, wie er einfach so die ganze Zeit in die Luft grapscht, wie so ein kleines Kleinkind, das so seine motorischen Fähigkeiten noch nicht so entwickelt hat. Schöne Metapher, dass er in diesem Spiel... Im Grunde, weil das Videospiel ist auch schon älter und die haben so die ersten Gehversuche gemacht mit das Loot aufheben, physisch auch wirklich dargestellt wird durch eine schöne Animation und so. Und das ist halt wie ein Kleinkind, das versucht zu greifen, das seine ersten Greifversuche macht. So ist das Spiel in mancher Hinsicht. Was gut ist. Also ich schätze jetzt mal, dass wir da hoch müssen, oder? Das heißt, wir können uns hier tatsächlich noch ein bisschen umschauen. Auch im Bookstore. Bookstore. Vielleicht sollten wir nicht in die Sprengfallen laufen.
Vielleicht sollte ich die Taschenlampe anmachen. Hier ist viel Zeug. Ich finde es ein bisschen frustrierend, wenn man nicht alles looten kann. Jetzt mal wirklich, warum kann der nur 3 Lappen mitnehmen? Kann der nicht vielleicht mal mehr wie 3 Lappen mit sich führen? Ist wirklich 3 Lappen das Maximum, das in seinen Rucksack Platz hat. Noch dazu ist es egal, wie groß die Lappen sind. Naja, ich glaube, wir gehen. Ich glaube, wir gehen jetzt. Ich schaue noch mal kurz, ob ich den Pfeil von dem da hinten noch nehmen darf. Der sieht nämlich noch gut aus, der Pfeil. Ich glaube, den können wir noch mal benutzen. Dankeschön. Cool. Na dann. No hope. Tja. Taschenlampe aus. Hey, hilf mir hoch. Ja, ich weiß, ich weiß. Bin ja schon da. Immer diese Bevormundungen. Okay. Bäh. Komm schon. Na bitte. Ich will auch hochklettern. Danke. Trap, 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 trap. Und jetzt? Da. Boah, ist schon noch ein bisschen. Ist noch Platz für einen Haufen Arenen voller Gegner und Pilzmonster. Sollten wir uns nichts vormachen. Da ist noch ein. Was ist da noch ein? Hä? Was? Die Poster sind überall. Ach so, die Poster von Dawn of Wolf. Ich hab den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir wachsam, okay? Okay. Okay, da will jemand immer noch nicht über seine Tochter reden. Immer noch traumatisiert. Der gute Joel. Military Preparationary School. Yeah. So, dann geben wir wohl den einzigen Weg, den es gibt. Ich steige nicht in die Pfütze, sonst kriegt er nasse Füße. Gehen wir durch die Gasse. Oh, oh. Der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Wo ist er denn? Da ist er. Und da sind noch 2, 3 andere mindestens. Ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Oh, ich habe das Gewehr. Warte mal, ich will wenn schon... Genau, Pfeil und Bogen. Warum? Ja, klar willst du. Oh Mann, ich mach dir das, wenn du damit auf. Man versteht die leider kaum. Aber man kann die Untertitel lesen, wenn man will. Na komm. Krass. Krass, ey. In dem Fall ist es blöd, weil ich jetzt eher schlecht die Pfeile dann wieder einsammeln kann. Ne? Leider. Oh, oh. Der übertreibt. Der übertreibt. So stark habe ich ihn auch wieder nicht getroffen. Ein Simulant. Hey, no! Ach, come on. Ich befürchte, ich habe das Regal getroffen. Oh, shit. Jupp. Naja, der Truck parkt da hinten noch. Und der Truck ist... Der Truck. Der Truck ist ja unser Hauptproblem. Wenn der Truck nicht wäre...
Hey, 4 Schrotflinten-Munition. Meint ihr, der kann fahren? Oder ist der stationär? Oh oh, ich glaube, er kann fahren. Au. Haha! Ich weiß nicht, ob das was bringt. Und vielleicht noch ein Molotow-Cocktail. Hey, aufhören jetzt. Oh nein, ich bin tot. Wer hätte damit rechnen können? Wer hätte das geahnt? Ich dachte, der könnte die Dinger vielleicht wirklich über die Deckung werfen, ohne dass er gleich drüber gucken muss. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Meint ihr, man kann den Truck zerstören? Ich würde es jetzt gern versuchen. Was haben wir denn zu verlieren? Ich würde jetzt einfach gern versuchen, ob wir den Truck tatsächlich zerstören können. Ich glaube nicht, aber ich würde es gern testen. Mero. Komm her. Ich weiß doch, dass er da ist. So, einer fehlt noch. Der ist da. Okay, cool. So weit, so gut. Man kann den sicher... Mit was soll ich den denn zerstören? Na gut, ich könnte den mit Molotow-Cocktails wahrscheinlich wirklich einheizen. Den Schurken. Aber so richtig, oder? So richtig interessiert die das wahrscheinlich auch nicht. Und Nagelbomben, da müsste schon der Nagel verdammt gut durch so einen Schlitz fliegen. Ich glaube, ich muss und kann den nicht zerstören. Oder sieht man da tatsächlich Leute drin? Ich glaube, ich sehe da echt Fahrer drin. Ich glaube, ich warte jetzt mal, bis das Geschützturm nicht mehr in unsere Richtung guckt. Wir sollten vielleicht die Position wechseln, Ellie. Naja, vielleicht sieht man da auch keine Person, sondern so einen Drehturm-Dingens. Ich weiß es nicht sicher. Oh, auf jeden Fall sieht der uns. Der ist aber unter Umständen ungesund. Ellie, wart mal hier. Ich habe einen Plan. Ups, daneben. Sorry. Ah, komm schon. Du bist ein nerviger Truck. Worst Truck ever. Ups. Ich gehe absichtlich übrigens relativ verschwenderisch mit unseren Ressourcen um, weil wir haben so viel. Ich will wieder looten können. Haha. Ich bin unsichtbar. Oh, damn it. Oh nein, was habe ich denn gemacht? Das wollte ich nicht. Oh, das wollte ich erst recht nicht. Oh Gott, das wollte ich erst recht nicht. Das wollte ich schon eher. Nee, it's not working. Craften wir mal. Ja, jetzt immer mit der Ruhe. Wir haben doch Zeit. Läuft uns doch nichts davon. Oh, das war sowas von die falsche. Aha. Nerv. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wo wir hin müssen, aber ich gehe mal hier rein. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe da einen gesehen, oder? Habe ich mir das einen... Nein, ich habe es mir nicht eingebildet. Hey, sag mal nicht.
Bin kein Sack. Was ist das? Wurden wir gerade getroffen? Nee. Dann ist schon gut. Hopp. Ab ins Büro. Ich habe gar nichts gesehen. Und ich bin stolz drauf. Verdammt stolz. Ich sehe nur das, was ich sehen will. Ich bin der Escapist in Reinform. So, das dürfte unseren Rückzug ein bisschen decken. Okay. Habe ich mir gedacht, dass noch mal ein paar kommen? Ach, Scheiße. Mindestens noch einer, okay. Ich bin bereit. I'm ready for you. Come to your doom. Na komm. Nein, will er nicht. Er läuft so ein bisschen im Kreis. Er weiß auch nicht so recht. Er weiß wirklich nicht so recht. Er dreht so... Ja, ein bisschen gegen die Wand gehen vielleicht. Passiert dann was? Okay, die KI ist kaputt. Hey, nicht meine Flanke angreifen. Ich mag meine Flanke zufällig. Das ist die beste Flanke im Land. Oh mein Gott! Auf einmal. Ah, sein Plan ist perfekt aufgegangen. Distraction. Die ganze Zeit im Kreis laufen, wie ein Huhn ohne Kopf und dann plötzlich vor einem stehen. Oh mein Gott, der kann hier reinfahren. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist er wirklich nicht. Auf einmal parkt er direkt hinter mir. Ich dachte, okay, wir haben es geschafft. Hier kann er nicht mehr rein. Oh Gott. Puh. Ich hasse den Wagen. Der Wagen ist mein neuer Nemesis. Ich nenne ihn Nememobil. Nememobil. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, ist es dein Untergang. Oder meiner. Je nachdem, ob das Spiel vorsieht, dass man dich jemals zerstören kann. Ich glaub, sie sind weg. Glaube, Glaube, Fahrradlaube, sage ich da nur. Ich gehe jetzt absichtlich in die falsche Richtung, weil ich hoffe, das ist die richtige Richtung. Puh, mind blown. Nein, es ist eine Sackgasse. Danke, danke, liebe Entwickler, dass ihr mir das nach ungefähr 5 Stunden an einer Kante entlang Schleichpassage mitteilt, dass es hier nicht weitergeht. Und in die Richtung? Nein, geht's auch nicht weiter. Dann gehen wir hier ins Schlafzimmer. Kurz ein bisschen lauschen. Ich höre niemanden. Okay. Dann schauen wir, ob es hier nützliches Zeug gibt. Eine überaus nützliche Vorhangstange. Nützliche Tabletten. Oh, hier. Ja, ja. Und sonst so. Wisst ihr, das sind Messer in diesem Messerblock. Warum zählen die nicht als Klingen? Messer haben Klingen. Als ich das letzte Mal geguckt habe, hatten meine Messer alle Klingen. Vielleicht sind es diese neuen klingenlosen Messer, mit denen man nicht mehr schneidet, sondern wo auf Knopfdruck Laser rauskommen, die alles in mundgerechte Happen teilen. Sollen wir jetzt hier runter? Ich habe gerade die Orientierung verloren. Ich schätze mal. Ich schätze mal nicht, oder? Aha! Komm, Mist! Ist okay. Sie sehen uns nicht. Nee, der hat oben keine Augen.
Verdammt! Joel! Warte! Joel, hör auf! Da! Lass ihn in Ruhe! Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Hallo zusammen. Vorhin. Und... Macht nichts. Ich hätte wohl das Gleiche getan. Kommen. Wo kommt ihr her? Zu. Wir kommen aus Hartford. Einer. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Neun. Folge von The Last of Us. Remastered. So, der Fernseher hat ein ganz komisches Muster. Seht ihr das, wie sich das da drin spiegelt? Ich glaube, der hat riesen Pixel. Das ist so einer von den ganz alten 16:9. Und zwar nicht das Format, sondern die Pixel. 16:9 Pixel. Wollen wir ein paar Kuscheltiere mitnehmen? Oh, ich will diese lange Wurst da. Diese lange Katzenhundewurst. Kann ich die haben, bitte? Ellie, darf ich die mitnehmen? Darf ich die in meinen Rucksack stecken? Darf ich die an der Leine hinter uns herziehen? Und darf ich die Puschelpopo nennen? Und dann können wir Ellie, Joel, Michael und Georgia oder wie auch immer er heißt und Puschelpopo Abenteuer erleben. Nein? Na gut, okay. Wahrscheinlich bist du hier in Sicherheit, Puschelpopo. Wahrscheinlich ist es besser für dich. Alle, die mit uns mitkommen, sind doomed. Und wir auch. Aber die Kuscheltiere haben einen friedlichen Pfad eingeschlagen, abseits von der sich selbst zerstörenden Menschheit. Na gut, okay, so ein Killerpilz, der alle in Zombies verwandelt, war auch mitverantwortlich. Man kann den Menschen jetzt nicht die komplette Schuld geben, aber also, ich muss sagen, wer auch immer hier gelebt hat, hatte sehr viele Elefanten. Ein Elefanten-Freak-Kind. Oh, was haben wir denn hier? Guck mal, hier. Haha, hahaha, Easter Egg, Cameo, schön. Und da ist ein Land Squid. Yay! Ta-ta-ta. Guck, Ellie singt auch die ganze Zeit wie ich. So viele Pepperonis oder so. Ein Kühlschrank. Warum ist es hier noch so schön? Also, ich meine, man könnte mal kehren, aber ansonsten, yes, was haben wir denn hier? Der Explosionsradius ist jetzt 1,5 mal so groß. Cool. Ich glaube, ich kann jetzt bessere Bomben bauen. Wahrscheinlich sind aber auch rückwirkend meine schon gebauten Bomben besser. Hm. Wie auch immer, das genauso funktioniert, aber ich beschwere mich absolut nicht. Absolut nicht. Der Fernseher hat keine so... Doch, der hat auch so grobe Pixel. Na, nicht ganz so krass. Papagei. Oh, guck mal da oben. Sind das Totenköpfe-Figuren? So, finde ich irgendwie cool. Hochzeitsbilder. Ach ja, ich muss es in jeder Folge wieder sagen, aber ich finde es halt immer wieder lustig, diese Hochzeitsbilder von echten Personen in Videospielen. Das passt halt einfach nicht. Ich finde diese Totenkopffiguren stylisch. Hat es nicht was mit diesem... Ist das ein mexikanischer Totenfeiertag? Oder was war das gleich noch? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Hat es was damit zu tun? Francis King.
Also, wo waren wir gleich nochmal stehen geblieben? Ich glaube, wir wollten gehen. Warum? Nochmal ganz kurz, weil wir gerade hier sind. Warum? Das sieht aus wie eine nette Familienwohnung, oder? Wahrscheinlich mit mehreren Kindern, eins davon sehr klein, im Kinderstuhl, aber auch schon größere. Benji, Mellow und so. Hier, hier sehen wir es. Vater, Mutter, Tochter, Sohn, Flugzeug und Auto. Warum liegt hier gleich nochmal eine Anleitung, wie man bessere Bomben baut? Wer weiß. Ich weiß es nicht. Hello, Person. Wie heißt du gleich nochmal? Ah, hallo, wir müssen aufpassen. Geh du schon mal runter. Ich will da vielleicht noch kurz reinschauen. Ich um sie zu kümmern. Ja. Das ist der Ehrenhaft. Na bitte. Gut. Yes. Checkpot. Nein! Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon, da wäre jetzt ein toter Hamster oder Vogel oder sowas drin, aber er wurde anscheinend in die Freiheit entlassen. Das ist gut. Hey, geh mir aus dem Weg. Ich hasse kleine Kinder, die immer im Weg stehen. Schon wieder ein Comic. Ich habe ihm noch nicht mal das letzte gegeben. Buch 10. Tiefphase. Bis jetzt hat Danielas Phasenverschiebungsgerät die von Neumann und ihrer Mannschaft vor dem Sensorennetzwerk der Reisenden verborgen. Hä? Aber während sie jeder Nullpunktsprung noch tiefer in das riesige interstellare Imperium bringt, schwindet die Hoffnung auf eine Rückreise. In 3 Tagen haben sie ein Viertel des galaktischen Radiuses zurückgelegt und in 2 weiteren werden sie die Heimatwelt der Reisenden erreichen. Aha, wenn alles glatt läuft. Die Heimatwelt der Reisenden. Ah, guck mal, da ist wieder, wie heißt's, The... Turning to play a brutal action. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Warum gibt es das Spiel nicht? Warum haben die nicht irgend so ein crappy Beat'em Up gemacht, dass man dann in dem Spiel spielen kann? Future Tank. Ich mag sowas. Ich mag so... Hey, da ist Hair Trigger. Das haben wir schon in einem Regal als DVD gesehen. Genauso wie... Vindictive. Ich mag so fiktive Sachen. Oh, Beamer und eine fette Soundanlage. Da hat er aber wer was vor, oder? Ziemlich cool. Savage Starlight, the movie. The Lost Kingdom. Ach ja, schön. So, noch ein bisschen Klebeband und Stachelzeugs. Hey, 10 Pillen. Nicht schlecht. Ich glaube, wir könnten mal wieder upgraden, oder? Upgrade. Na, 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 na. Aber ehrlich gesagt, spare ich jetzt auf 100, damit wir uns das maximale Lebensenergie-Upgrade holen können, weil das ist für meine Spielweise das Wichtigste. Ich spiele ja doch sehr tötungsorientiert. Sehr actionorientiert. Wenig schleichen, mehr so frontal draufballern. Und da braucht man Munition und Lebensenergie. Please park only in your assigned spot or I tow your car. The board. The board ist so ein Arsch, nur weil er die ganze Zeit gelangweilt ist. I am the board. Hey. Halt. Oh. Sei mal leise. Weg von dem Fenster. Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Definiere brauchen. Vielleicht braucht er diesen Transformer, weil er ganz dringend damit spielen muss. Nicht weit. Nicht mal weit. Das Jake and Dexter Board Game.
Was haben wir denn halt da? Satan. Uncharted Board Game. Wenn wir jetzt noch ein Crash Bandicoot Board Game finden, dann haben sie, glaube ich, alle ihre Marken hier untergebracht. Future Tanks. Panda Patrol. Panda Patrol kommt mir auch sehr bekannt vor. Gibt es das in Wirklichkeit? Oder verwechsel ich das mit einem Kung Fu? Ach, gibt es auch The Turning in Board Game? Sieht so ein bisschen, es sieht eher weniger aus wie eine Boardgame-Schachtel, sondern eher wie schon ein Sack mit Erde oder sowas. Vielleicht hat The Turning lizenzierte Erde auf den Markt gebracht. Finde ich eigentlich cool. Können wir vielleicht, wo ist denn der Transformer? Ich packe den jetzt für das Kind ein. Hm? Nee, ist schon weg. Okay. Dann halt nicht. Dann nehme ich halt die Giraffe mit. $5,99 für so eine riesen Giraffe? Das ist total awesome! Was für ein geiler Preis. Dann nehme ich gleich zwei mit. Warum kostet der Elefant 10 und die Giraffe nur $6? Hey, $6 für so ein Plüschtier. Wow. Was war mit Überleben und dann nur das Nötigste? Jetzt gehen wir endlich. Rollschuhe, dann können wir uns viel schneller fortbewegen. Wie wär's denn? Ach, die mögen meine Ideen nicht. Du hast still. Oh, Gegner. Gib uns Deckung. Na klar. Ich habe noch einen Pfeil. Wir wollten noch mal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ich gehe hier lang. Nein, nein, nein. Bleibt doch noch alle auf einen Haufen, bitte. Oh. Verdammt, das war die falsche Flasche. Ich wollte die Flasche werfen. Oh mein Gott. Wo hau ich denn hin? Ellie ist cool. Ellie hat's unter Kontrolle. Wo sind die anderen? Kommt her. Oh. Au. Haben wir alle? Good job, Team. Nicht schlecht, Alter. So alt bin ich auch wieder nicht. Nehmen wir mal die Eisenstange, die hält mehr aus. Na los. Hier auf den Truck. Ja, gleich. Lass mich hier noch kurz ein bisschen umschauen. Sind wir von hier gekommen oder? Nein, hier waren wir noch nicht drin. Oh, und hier riecht's nach Loot. Also hier waren wir wahrscheinlich schon drin, aber das habe ich übersehen. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Kinder, zur Seite. Ich glaube, wir craften mal. Kann mal jemand dem Jungen vielleicht auch noch eine Waffe geben? Das fände ich nämlich vernünftig in diesem Szenario der Realität. Dieser Variation. So, alles wieder ein bisschen aufgestockt. Und nun gehen wir hoch. Liegt da Munition oder ist das nur. Ist nur Schmu? Ach, das sind Scherben von der kaputten Flasche, die ich geworfen habe. Also, bevor ich sie geworfen habe, war sie noch ganz. Ich habe sie kaputt gemacht, ich gebe es zu. Ich werde sie auch wieder reparieren. Wenn das hier alles vorbei ist, komme ich zurück und schieß auf den. Sag bloß, der lebt noch. Das war doch wohl ein Headshot, oder? Yeah. Cool. Wir sind so eine Armee. Ich glaube, wir sind die übelsten Killer überhaupt. Und damit meine ich nicht die schlechtesten. Wir sind so fett. Und damit meine ich nicht unsportlich. Durch die Tür. Nein. Ist das wirklich sicher? So durch die Tür. Und woher hast du den? Ich komme gleich. Ich komme gleich. Ich muss nur hier kurz noch checken. Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so. Oh, du bist 14. Beinahe. Okay. Wirklich? Ich bin auch 14. Von mir aus. So, habt ihr hier irgendwie Loot?
Zeig's mir gleich, dann muss ich mich nicht so umsehen. Bei diesem Architekturbüro wahrscheinlich. Pillen. Wisst ihr eigentlich, dass ihr eure Charakterwerte permanent erhöhen könnt, wenn ihr die Pillen nehmt? Ist ein Survival-Tipp. Gebe ich euch jetzt mal kostenlos. Wir sind da. Cool. Geh schon mal rein. Ich schau noch mal kurz. Ne, passt schon. Okay, bin da. Home sweet home. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Hat er gesagt, zieh dir das mal an? Bringt er mir jetzt neue Hosen? Ich könnte neue Hosen brauchen. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten und wachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Halt, halt, halt. Ich hab noch eine. Wow. Alles gut. Au! Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Okay, wie eine Klette. Hast du das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Hier lang. Gleich. Man wird doch wohl noch plündern dürfen. Glaube ich schon, dass wir so super Überlebende sind, wenn niemand ordentlich plündert. Ist er jetzt nach oben oder nach unten gegangen? Er ist nach unten gegangen, dann gehe ich aber erstmal nach oben. Because that's how I roll. Okay, gehen wir nach unten. Er hat gewonnen. Er hat recht. Sorry, Kinder. Ich wollte euch nicht aufhalten. Wir gehen. Packt die Koffer. Los geht's. Soll ich die Taschenlampe lieber auslassen vielleicht? Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Okay. Aber warum gehst du dann vor, wenn du mir nachkommst? Wie sieht's da draußen aus?
Immer mit der Ruhe. So. Okay, kommt alle weiter. Gut, beim nächsten Mal, würde ich sagen, schleichen wir uns hier weiter vor, hauen alle weiter kaputt und sind absolut awesome. Aber für heute ist erstmal Schluss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen The Last of Us Remastered auf der PS4. Und wir schleichen. Heute ist Schleichtag anscheinend. Aber heute ist anscheinend Schleichtag. Gut, dann schleichen wir halt. Erfordert die Mission wohl. Sagt zumindest der da hinten, der jetzt nirgends mehr zu finden ist und ich muss wieder alles alleine machen. Ausgezeichnet. Wer schießt denn da auf wen oder was? Hey, hörst du? Klicker! Ja, ich hör's, aber ich sehe nicht. Was hat er gesagt? Klicker oder Brücke? Moment. Da drüben! Da! Oh, da kommen wirklich Klicker. Ich hasse Klicker. Ich hasse Klicker. Aber unser Vorteil, oder? Bleiben wir vielleicht noch mal kurz hier. Erledigt! Hast du das gesehen? Nicht schlecht. Da oben sind zwei. Einer macht mit seinem Bein Wood, 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 Wood. Aber jetzt nicht mehr. Meint ihr, wenn ich den einfach mit Pfeil und Bogen wegschieße, merkt's wer? Schauen wir mal. Nö, fällt keinem auf. Den mochte, glaube ich, sowieso keiner. Da ist zwar ein Dreieck, aber das ist irgendwie ausgebleicht und ich kann auch nicht interagieren. Müssen wir erst die beiden da oben töten, aber die halten uns andererseits irgendwie die Klicker vom Leib. Oh. Verdammter! Wir sehen uns! Pass auf! Hier musst du bitte. Oh, da ist noch einer. Was ist jetzt los? Ich habe keine Ahnung, was jetzt los war. Kamera war komisch. Ah, nein! Ich dachte irgendwie, das waren die letzten aus irgendeinem Grund. Das stimmt aber wohl leider gar nicht. Okay. Okay. Okay, geschafft. Nein, doch. Ja, okay. Keine Klingen mehr. Dammit. Naja, whatever. War halt so schlimm. War ja ganz lustig eigentlich. Nachladen bitte. Wie geht Nachladen gleich nochmal? Ich weiß schon wieder. So, hier vielleicht auch. Nein. Da auch nicht. Ich glaube, ich muss hier mal kurz wechseln auf die Flinte, weil für die haben wir wieder ein bisschen Munition. Zack. Wunderbar. Henry, hilf mir mal damit. Okay. Bereit? Oh, was für ein Zufall. Los! Perfektes Timing. Löwen! Hey, sie sind hier drüben! Oh, shit! Oh nein. Hey, sehr gut. Erledigt. Oh, das hast du ziemlich gut gemacht. Los, kommt schon. Du bist ziemlich awesome. Können wir da hoch? Bleibt wachsam, wir haben es noch nicht geschafft. Okay, schau mal nach. Alles klar, Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Komm schon. Mit. Schneller, schneller. Ellie, der hat dich. Du. Okay, hol den hoch. Es tut mir leid. Wir hauen ab. Was? Was soll der Schwachsinn? Hey, jetzt! Was zum Teufel, Henry? Wir bleiben zusammen. Idiotin. John, los! Was heißt denn da los? Wohin denn? Wo denn? Ich kenne mich nicht aus. Wirklich, ich habe keine Ahnung, was sie will. Ach so, das will sie.
Ah, Mann, na gut. Bisschen zu langsam wahrscheinlich. Oh, oh, hallo, hallo, lieber Panzer. Wir sind cool, oder? Wir sind Freunde. Na schau, na schau. Alles gut. Alles gut. Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Kommen Sie hier lang. Scheiße! Autsch! Na schau. Ist doch alles gut gelaufen. Guck mal, die Eisenstange mindestens einmal gegen mich benutzt, aber die hat trotzdem noch ihre volle Haltbarkeit. Die können irgendwie viel besser mit ihren Eisenstangen umgehen wie Joel. Warum sage ich immer Cole zu Joel? Okay, ich höre mindestens noch einen da hinten. Das ist wahrscheinlich der von gerade. Ich dachte, der ist tot. So. Schauen wir mal, was hinter der Theke so ist. Hinter der Theke! Hinter der Theke! Und bleib unten. Meinst du die Flaschen, die ich gerade runtergeworfen hat? Oder wer oder was soll jetzt genau irgendwie unten bleiben? Wer weiß. Irish Pub. Die Irish Pappelmusen. Ellie, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Könntest du nicht mal die Führung übernehmen? Dauernd muss ich sagen, wo es lang geht. Kannst du nicht einfach mal eine Zeit lang? Das wäre echt entspannend für mich. Ja, doch. Komm, ich schieb die Tür ein. Na gut, okay. Dann müssen wir das wohl irgendwo hinschieben, um hochzuklettern. Aber wo? Vielleicht hier so? Nein. Da so? Irgendwo? Ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, wohin damit. Da rein. Soll ich da mal reinschieben? Nee, sieht nicht so aus. Düt. Na komm, um die Kurve. Ja, los. Nein, da nicht rauf. Vielleicht müssen wir da gar nicht rauf. Vielleicht muss ich es nur wegschieben, damit wir hier durchkommen. Yep, so ist es anscheinend. Okay. Hey, wir sind gleich bei der Golden Gate Bridge. Golden Bridge. Beim Golden Bridge Braid. Braid Gate. Geht schon. Ich komm klar. Schnell laufen, springen! Scheiße! Oh, verdammt! Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen! Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen! Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen! Ich gebe dir Deckung und dann rennst du! Ach. Mist! Oh Gott! Du hältst mich oben! Ellie! Keine Diskussion! Ellie! Verdammt! Na schon, gerade sage ich noch, ob sie nicht mal das Kommando übernehmen kann. Und schon macht sie's. Das ist ein Service. Und jetzt sind beide tot. Ende. Durchgespielt. Or not.
Henry! Er wacht auf! Hey du, wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey! Er ist sauer, aber er wird uns nicht zu... Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Als ob Joel anders reagiert hätte, ohne Witz. Werd ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären ertrunken. Es ist schon gut, ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also, der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Okay. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Jo, ich auch. Das war heftig. Alles klar? Nö. Ja, suchen wir jetzt diesen Funkturm. Ich würde gern sprinten. Danke. Danke. Wenn mir das Spiel immer sofort jeden Wunsch erfüllt, oder? Ich sage, ich würde gern sprinten und schon kann ich sprinten. Ich sage, Ellie soll mal das Kommando übernehmen. Schon übernimmt ihr das Kommando. Das Wasser hier, ja, sieht komisch aus. Weird, weird water ist vielleicht auch, liegt an dem Pilzsporn, ist vielleicht Pilz-Zombie-Wasser. Nicht besonders gefährlich, aber seltsam. Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Ja, das ist eine gute Idee. Das sollen wir mal nachschauen. Aber vorher sammle ich hier mal die Krabbe. Quatsch. Ich glaube, das ist eine Multiplayer-Map. Ich habe tatsächlich den Multiplayer von dem Spiel ein bisschen gespielt. Also nicht so, aber ein bisschen. Und ich bin schon dabei. Da gibt es eine Map, die sehr ähnlich aussieht wie das hier. Ich weiß nicht, ob es das hier 1:1 ist, aber sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich. Hüpf. Ein Loch. Da gehen wir rein. Firefly. Was? Ich war noch nie auf einem Boot. Cool. Nur leider ist es halt irgendwie nur so ein kaputtes Boot an Land. Ich weiß nicht, ob das zählt. Aber es ist ein Boot. Es ist technisch gesehen ein Boot. Also warum soll es nicht zählen? Hey, schon wieder ein Comic. Mein Gott, wir finden so viele Comics. Antiteilchen. Band 11. Bei einem Navigationsspiel auf der Schaden ist gewaltig und die Anspannung unter der Mannschaft hoch. Da das Tarngerät zerstört wurde, muss das Schiff sich in einer nahegelegenen stellaren Geburtsstube verbergen. Geburtsstube? Nach Danielas Fehler wird die Mannschaft Daniela nicht mehr so leicht vertrauen. Es bleibt ihnen aber nicht viel Zeit, um Entscheidungen zu treffen, denn Zeit und Sauerstoff gehen zur Neige. Ich schätze mal, eigentlich nur der Sauerstoff. Und dadurch bedingt dann quasi die Zeit. Aber warum kann ich dir das jetzt nicht geben, Eldrich? Ich hasse Eldrich. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich finde... Ellie ist wahrscheinlich der zweitbeste nicht erwachsene Begleiter in Videospielen ever. Ich bin mir nicht sicher. Das ist jetzt eine gewagte These, weil ich habe nicht drüber nachgedacht. Aber ich sage jetzt schon spontan zweitbeste. Wenn ich länger drüber nachdenke, würden mir wahrscheinlich noch 1000 einfallen. Aber spontan zweitbeste. Auf Platz 1 ist natürlich aus... The Walking Dead Telltales Season 1. Dass mir jetzt der Name nicht einfällt. Verdammt nochmal. Ihr wisst bestimmt, wen ich meine, aber mich ärgert es trotzdem, dass mir jetzt der Name nicht einfällt. Clementine! Natürlich Clementine. Ich dachte vorhin,
dass du ihn erschießt. Ja, hätte ich fast. Sie sind nett. Ich glaube, es ist gut, dass sie da sind. Da hast du recht. Hatten früher alle Boote? Hey, Ali! Ich glaube, wir haben was. Lass uns mal nachsehen. Okay. Hey, ich wette, das führt da ganz durch. Cool. Dann würde ich sagen, gehen wir da ganz durch. Hilf mir mal damit. Oh nein, der sieht ein bisschen verpilzt aus. Ich habe Angst, da reinzugehen. Ich will nicht schon wieder nach Pilzhausen. Jetzt hatten wir so schön pilzfreie Zone. Dann sollte ich lieber mal an meine Nahkampfwaffe gleich mal Nahkampf-Equipment basteln. Das machen wir auch noch. Und so. Schrotflintenzeit. Wie sieht's aus? Nachladenmäßig? Eigentlich ist alles nachgeladen. Ach so, nein, die ist nicht nachgeladen. Na dann. So, gut. Dann ab ins Loch. Okay, zusammen. Na los. Toppen wir's. Okay, kommt, Kinder, los. Na gut, auf geht's. Du bist dran. Okay. Holt die Lampen raus. Sam, bleib hier. Scheiße. Endlich hast du es begriffen. Das Wasser sieht so klar und sauber aus. Dafür, dass das eine alte, gammelige Kanalisation ist, würde ich das am liebsten sofort trinken. Toll. Wir sollten uns hier umsehen. Gut, wir gehen hier lang. Okay, dann gehen wir wohl hier lang. Mir gefällt es hier nicht wirklich. Nein, mir auch nicht. Wir haben keine Wahl. Dann gefällt es uns allen drei hier nicht. Wie es den anderen beiden geht, wissen wir nicht. Aber wahrscheinlich finden die es auch nicht super. Hey, what have we here? Something we cannot open. Blockiert. Schade, da will ich rein. Ich will da rein. Wo könnte denn... Da unten ist ein kleiner Schacht. Ich weiß aber nicht, ob sich da wer durchzwängen kann. Es sei denn, Ellie könnte sich hier durchzwängen. Ellie? Wenn du das aufkriegst, krieg ich durch und mach die Tür auf. Perfekt, wir sind das perfekte Team. Oh, jetzt eine riesige Ratte. Naja, die war eher winzig. Das war eine winzige Ratte. Hast du schon mal eine riesige Ratte gesehen? Ratten können so fucking groß werden. Größer als unsere Katzen. Wir haben auch kleine Katzen. Ellie, bist du schon ein Pilzzombie? Ach nein, cool. Vielen Dank, Ellie. Du bist cool. Schere, Klebeband, Tabletten. Hampf ist für Joel ein dicker Mampf. Bei uns und kommen wir zu Tommy? Ja, ich weiß nicht. Wir müssen einfach abwarten, was sich ergibt. Jetzt bin ich seit einigen Monaten weg und die Welt geht weiter zugrunde. Wo man auch hingeht, gibt es Infizierte und Nicht-Infizierte, die dich töten wollen. Die Menschen sind wieder Teil der Nahrungskette, Baby. Ach so, Nahrungskette, Baby. Ach so, doch. Baby. Ich finde, Baby ist schwer. Also, wo gehört es hin in dem Satz? Aber ich weiß schon. Ich habe schon. Beim ersten Mal war es schon richtig. Unglaublich, dass ich so lange überleben konnte. Die Kanalisation ist ziemlich sicher. Wegen der wenigen Ein- und Ausgänge ist es leicht zu verteidigen. Und. Was war das? Und wenn doch jemand hereinkommt, kann man ihn in dem Irrgarten-Systemen leicht abhängen. Ich bin zwar nicht hart, aber ich bin schnell. Vielleicht sollte ich einfach hier unten warten, bis oben wieder alles normal ist. Ich glaube, ich bin jetzt erst einmal ein Kanalmaulwurfmann. Wünscht mir Glück. Tja, viel Glück, Kanalmaulwurf-Mensch. Ich hoffe... Ja, das kann jetzt, die Geschichte kann jetzt zwei Wendungen nehmen. Entweder finden wir seine Leiche irgendwo, Kanalmaulwurf-Menschen-Guy, oder... Wir finden ihn und er ist böse. Nicht mutiert, sondern crazy. Okay, in der nächsten Folge schauen wir uns hier jetzt weiter um.
Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, schaut doch bitte auf patreon.com/lsbr vorbei, wo ihr den Kanal schon mit einem kleinen Betrag im Monat unterstützen könnt. Und schon ab einem Dollar erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Let's Plays nur für Patreons. Danke und ciao.